Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Wir müssen jetzt der alten Samara helfen. Bei irgendeiner komischen Sache. Damit die Alte sich uns anschließt, weil wir überaus penitiös sind. Wir haben gerade eine dicke neue Schrotflinte gefunden, but I don't care. Fuck Schrotflinten. Und ja, jetzt gehen wir hier erstmal alle wegzwiebeln. Halt, ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was... Sie haben ihre Seite gewählt, Elnora, und verloren. Scheiß drauf, Bastard, und scheiß auf dich. What, Digga, you stupid? Whatever. Money? Das nehme ich mit. Biotischer Schaden? Hell yeah, why not? Und wir gehen weiter. Wir gehen nach oben. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wie sehen Sie, Shepard? Wir sind so gut im Dauerfeuer, das gibt's einfach nicht. Knallen sie einfach alle weg, diese verfickten Pisser, Mann. Zerreißen. Alter Verwalter, Mann. Am Popo. Come on, bitch. Genau, einfach vorrushen und die wegsnacken eigentlich. Weil wir sind Badasses. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich warne mich. Da kommen sie. Kontakt. Das war tight shit, bro. Das war echt tight shit. Okay. Da geht's hoch. Ist hier noch irgendein Secret? Terminal hacken. Ein paar Credits abgreifen, Freunde. Ein paar Kreditors. Das. Das. Und das. Mhm. Ein paar Credits, bitch. Zeit zu sterben. Ach, was du nicht sagst. Da kommt jemand. Was für ein Brain. Ziel hat sich getan. Oh, ich habe den Kontakt. Ich brauche Unterstützung bei der... Wir stehen unter richtig schwerem Beschuss. Broskis. Wieso hat die Alte einen Rocket Launcher? Verschwinde! Schirme überprüfen! Whatever, lass uns vorlaufen. Sondern es ist kein Gegner für uns. Wir haben angegriffen. Das war knapp. But we did it. We did it!
Sie haben uns gesehen. Dean hat sich getarnt. Ich habe den Kontakt verloren. Dean hat sich getarnt. Ich komm da nicht hin. Was? Jäger? Was für ein Jäger? Wow, da hinten ist irgendwas Riesiges. What the fuck? Ich habe den Kontakt verloren. Oh, Fresse da hinten. Wer hat da gerade geschossen? Ich brauche Unterstützung. Hat Ende bei mir auf Klick. Wir haben massive Feuerkraft. Wo sind die denn? Hier. So. Hier ist einer. Soll ich den kaputt machen? Gut, I don't know. Er fliegt weg, oder? Fucking lucky kann man nicht sein. Oh, meine Muni ist ausgegangen. That's not best for business, bitches. Ich brauche Munition, assholes. Wow. Die tippt auf ewig, ne? Oh, da sind die Gegners. Oh, that was tight. Komm, wir werfen mal eine Granate. Habe ich jetzt eine Granate geworfen oder bin ich einfach nur fast gestorben? Das war richtig dumm an dem Spiel. Oh. Machen wir euch fertig! Waffe, sind Sie runter! Putz. Also, wir müssen ein bisschen Spaß haben. Sie einfach mit einer schönen Granate wegzwiebeln. Nein! Schießt erst mal eine Rakete gegen deinen Kopf. Und dann hast du nicht mal Raketen, die man aufheben kann, beziehungsweise die Munition, weil das hier alles wieder Sinn macht. Ist ja ein Secret. Ach, Kines. Energiezelle. Energiezelle ist immer gut. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Volus, mein Volus. Mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. That's nice. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundin wird bei diesem Besuch zum Ausgang neidisch sein. Vorsicht. Bitches. Maya wäre daran bestimmt interessiert. Okay, Energiezellen. Wow, irgendwie, wir sammeln hier viele Energiezellen. Ich glaube, der Kampf hat Großes. Oh, fuck my life. Fucking problem, man. Wir sind überall nur so behinderte Kisten. You know what? Fuck it. Wieso verschwindet der? Ich dachte, wir kämpfen. Oh yeah, man, that's goddamn right. You're going down, bitch. You're going so fucking down. Nein, ich bin schneller als du! Never lucky. Never lucky einfach nur. Never lucky. Das Team macht kein Damage. Wir müssen alles machen. Never fucking lucky. Aha. Wo bin ich jetzt wieder? Fuck. Sie haben uns gesehen. Oh. Angegriffen.
Oh, fuck. Komm doch, du Pisser. Komm doch. Komm mit mir, Bro. Get wrecked. Get fucking wrecked. Destroyed. Einfach machtlos. Einfach fucking machtlos. Ja, man. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volus ein Verbrecher ist. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Wir müssen in Bewegung bleiben. Was geht da, der Peter? Zack, zack, zack. Komm ich nicht von da? Na, da komm ich. Ja, jetzt erstmal ein Snack. Kann sich nicht mal richtig umdrehen, weil der so fett ist. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Kann ich ihm eine Watsche Fürchtet geben? Mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein... gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Viel Glück mit allem. Warten Sie, Erdenplan. Sie kommen gerade rechtzeitig, um Zeuge meines größten Triumphes zu werden. Die Anführerin der Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, wenn dieser unfähige Volus auf unserem Schlachtfeld rumspringt, bringt er uns alle in Gefahr. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Ey, ich will den mitnehmen, der ist Hammer, der Typ. Angriff. Ein unseliger Wind umweht Wasea. Oh ja, jetzt mal. Captain Let's go. Eclipse-Schwestern, mir nach. Was? Wir sind doch gar nicht der Captain, der Eclipse-Schwestern. So. Geht's. Wandspinnen brauchen wir nicht. Wir haben alles, was wir wollen. Die sieht mächtig aus. What the fuck? Donkey. Dup, 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 dup. Oh, die trinkt sogar Cola.
Die scheint sich richtig, fühlt sich richtig cool, Mann. Die hatte noch nie eine Knarre am Kopf alles von mir. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von ihr weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie. Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Damn, she is crazy. Crazy bitches. Mach mal erstmal zerreißen und du mach mal erstmal Schattenschlag. Los geht's! Dann sollst du da jetzt hinkommen. Ja, mach mal jetzt Schattenschlag, Digga. Gut, Alter, richtig schön einen mitgegeben. Richtig machtlos. Oh, dieser scheiß Gift. Captain Vasa. Ich sehe nichts wegen der Rauchwolke. Jetzt machen wir euch fertig. Captain Vasa. Na gut, dass der mich trifft. Das macht natürlich wieder Sinn hier. Ich bin wieder geduckt und der Typ trifft mich. Das macht schon wieder fucking wir wurden. Auf Topstation. So, jetzt werden wir alle hier nacheinander wegsnipern. Boom! Get on the motherfucking ground, bitch! Oh shit. Ich dachte, das war's schon. Auf einmal kommt da noch mehr. Richtig scheiße. Das ist scheiße von euch, Leute. Jetzt alle wegrasiert. Die Information muss hier irgendwo sein. Naja. Nehmen wir den Laden auseinander. Ups. Das muss das Schiff sein, nach dem Samara gesucht hat. Wollen Sie zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben? Oder sich erst ein wenig umsehen? Na, wir gucken noch kurz. Wir haben Zeit. Hier war noch irgendwas. Genau, das Terminal hacken, da kriegen wir bestimmt Geld. Geld ist immer gut. Das ist hier sogar recht fix. Haben wir irgendwas bekommen? Credits? Hm, das war's. Oder wie kommen wir denn zurück? Nicht auf F anscheinend. What the fuck? Ich will jetzt halt nicht zurücklaufen. Hier muss ich jetzt zurücklaufen, for goddamn motherfucking real? Ist das nicht sein fucking Ernst? Oder muss ich mit einem von denen hier reden? Geh jetzt! Zum Raumhafen. Sollen wir zum Hauptplatz des Raumhafens zurückgehen? Okay, dann los. Ah, gut, ich darf schon zurücklaufen. Das wäre natürlich not best for business. So, wir quatschen jetzt noch mit der Alten. Sagen ihr, yo, what's up? I got a big cock. Was ist die da? Ja, wenn sie etwas haben, das die Justikarin. Ich habe den Namen des Schiffes.
Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Sie sind auf einen Kodex eingeschworen, der Ihre Entscheidungen bestimmt. Aber ich führe hier eine militärische Operation. Sie fragen sich, ob ich mich wegen meines Kodex Befehlen widersetzen werde, richtig? Das könnte ich nicht zulassen. Indem ich zustimme, mich Ihnen anzuschließen, sehe ich mich veranlasst, den schwersten aller Justikarschwüre abzulegen. Den dritten Eid der Unterordnung. Danach wiegen Ihre Befehle schwerer als der Kodex. Macht Sinn. Dennoch sollten Sie wissen, dass ich nach wie vor eine eigene Meinung habe, falls die Lage es erfordert. Wir sehen uns an Bord, Bitch. In der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Ja. Ja. Wir haben einen Sklaven. Fein. That's nice. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Oh yeah. Ihre Moral ist meine Moral. Oh yes. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Mein Wunsch ist es jetzt, die Toilette zu besuchen. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Müssen Sie jetzt tun, was immer ich verlange? Ich bin auf Sie eingeschworen. Versuchen Sie nicht mehr daraus zu machen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Hell ja. Okay, Freunde. Wir haben es geschafft, wir haben die ganze Band together. Wir haben alle, die wir haben können. Wir werden, ich weiß nicht, ob wir Miranda echt diese Miranda-Mission machen sollen, weil ich habe da keinen Bock zu suchen. Das ist so AIDS. Ohne Witz. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Angesichts dessen, was wir vorhaben, brauchen wir alle Leute mit Erfahrung, die wir kriegen können. You goddamn right. Wir wissen immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir Sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Digga, die meditieren alle, die sind alle so chillig. Die sind alle om. Ah, nice. Okay dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir, was wir für Missionen noch offen haben, weil ich habe auf diese Miranda-Mission echt keinen Bock eigentlich. Also habe ich auch keinen Bock, die zu machen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.